Martha, Ethan, komm mal bitte her, wenn du die Zeit findest. Klar, auf jeden Fall, gleich als nächstes. Da ich jetzt aber keine Quest aktiv habe, denke ich, dass ich hier in Ducatia City ohne Probleme rumlaufen kann. So wie hier. Musikstück 2 von 6 freigeschaltet. Ja, komm, wir gucken einfach mal in Ducatia City nach. Es dürfte hier nichts mehr rumlaufen. Musikstück 3 von 6 freigeschaltet. Man kann ja da immer so aus. Man kann ja immer so gucken. Also was ja bei Dawn auch, wie lang dieses Spiel noch ungefähr ist. Aber wenn wir jetzt hier echt schon 3 von 6 haben, wir die Hälfte schon erreicht, oder? Echt, ist das so? I really don't know. Abgeschlossen. Abgeschlossen. Dieser Flur. Voll geil. Mal gucken. Hey, da ist kein Musikstück. Fahrradladen, mal gucken. Ist auch kein Musikstück. Ich gucke jetzt einfach mal nach. Es ist. Okay, im Markt wird wahrscheinlich auch noch was sein. Da geht die Post ohne Pokémon Center. Ich gehe mal davon aus, dass wir da noch hin können. Musste ich die eigentlich töten? Ich bin mir so sicher. Radioturm, können wir auch noch mal gucken, ob da ein Musikstück ist. Mit dem Zug, ob wir damit abbauen können. Da liegt Rocket Heinz. Ja, guck mal, hinten liegt was. Natürlich auf der anderen Seite. Musikstück 4 von 6 haben wir schon. Also wenn wir mal überlegen, wir kommen aus dem Norden und aus dem Süden nicht mehr raus. Also ich glaube, das Spiel ist nicht mehr. Ist das doch. Ich glaube nicht mehr, dass es allzu lang ist. Also wenn man überlegt, ich glaube, wir kommen noch ins Pokémon Center, in den Markt und dann hört es eigentlich schon auf. Und in den Bahnhof vielleicht und dann ist es zu Ende, wa? Aber ich bin mir nicht sicher. Kann auch sein, dass wir noch woanders hinkommen. Mit der Bahn. Ach, guck mal an. Es ist zu. Die Betreiber sind wohl schon geflüchtet. Da will ich aber hin. Dann kommen wir da vielleicht auch noch. Da komme ich auch nicht hin. Wie komme ich da denn hin? Komm ich da irgendwie, kann ich da irgendwo was aufmachen? Mal gucken, vielleicht können wir irgendwo hier lang. Können wir was abbrennen? Nö. Nicht. Dann gehen wir wieder zurück, aber durch diesen Gang. Was ist mit Bills Haus? Abgeschlossen, abgeschlossen, immer noch abgeschlossen, verdammt nochmal, ist abgeschlossen. Okay, hier liegt auch nichts. Gut. Hi, Hunduster. Mein kleines Hunduster. So, Martha, was willst du von mir? Hallo Junge, du musst dringend etwas für mich erledigen. Es ist wirklich wichtig. Ach, guck. Ich habe vor dieser Katastrophe mit meinem Mann die Pokémon-Pension geleitet und ich habe meine Strickt-Sachen vergessen. Ach, das war die schönste, sehr schöne Zeiten. Viele junge Trainer kamen zu uns, damit wir ihre Pokémon aufziehen. Das war eine wunderschöne Zeit. Oh, entschuldige. Ich schwelge noch schon wieder zu viel. Mir ist eingefallen, in der Pension müsste noch ein Pokémon-Ei sein. Ich kann mich aber beim besten Willen nicht mehr daran erinnern, was für ein Pokémon in dem Ei drin war. Wenn es ein Wasser- oder Flug-Pokémon ist, wäre das unsere Fahrkarte hier raus. Möglich. Aber es ist jetzt erstmal egal. Es ist ein Lebewesen, das noch nicht mal geboren ist. Und es gehört sich nicht, dass es diese Gefahr ausgesetzt wird. Könntest du es bitte aus der Pension holen, ja? Mach ich. Ich werde dir das Pokémon-Ei holen, Martha. Das ist schön. Vielen Dank, mein Junge. Hier. Ich gebe dir den Schlüssel. Okay. Ja. Das Ei sollte sicher auf einem Sitzkissen liegen. Nimm es einfach und bring es her. Aber bitte sei vorsichtig. Kleine Zerstörungen könnten das Ei beschädigen. Das Pokémon würde es nicht überleben. Ich werde es wie meinen Augapfel hüten.
Ach Gott, ist das jetzt sowas? Pass aufs Ei auf, oder was? Okay, ich gehe mal davon aus, dass ich gehe oben lang. Ich gehe davon aus, dass wieder mehr Zombies hier rumlaufen. Zumindest da unten. So, hier tauchen wieder einige auf. Nein? Keiner da? Keiner da. So, ist der alte Mann denn noch da? Moment, ich will erst das Item haben, was da liegt. Musikstück 5 von 6? Ach du Kacke. Da schwimmt er. Ja, der schwimmt da halt. Dann könnte der mich schon mal nicht mehr nerven, sagen wir es mal so. Da liegt ein Pokémon-Ei, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist. Könnte gleich schwierig werden. Ethan erhält Ei. Gott sei Dank, dem Ei ist nichts passiert. Trotzdem, ich muss vorsichtig sein. Es darf nicht zerbrechen, sonst war alles umsonst. Okay, 3 Hits wahrscheinlich und dann 3 Hits und das Ei ist kaputt. Alles klar, das ist ein Myrapla. Komm her, Myrapla. Komm, 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 komm. Put, 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 put. Put, put, put. Boah. Ach. Vorbeigeschüttet. Tot. Hihi. Ah, komm, da kommt noch einer. Ah, sind sogar noch 2. Okay, ein Rocket-Mitglied. Mach das mal ein bisschen mit Fernkampf. Er trickst. Er ist ein Tricksen. Er ist ein Trickser. Wo ist das Quapsel? Hier, komm, Quapsel. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Komm hoch. Ah, was Quapsel. Tot. Hihi. Okay, auch nicht schwer. Noch jemand? Ja, da ist noch jemand. Ich räume das jetzt auf. Hier ist doch jedes Mal hier. Irgendwann sammelt sich das sonst an. So, weg. Noch jemand? Nein. Gut. Ruhe hier. So. Ei unbeschädigt zurückgebracht. Klatsch kaputt. Hallo, Duster. Hi, tschüss. Martha, ich hab das Ei. Klabatz. Du hast das Ei gefunden? Wunderbar. Weißt du, ein junges Leben, das noch im Entstehen ist, muss man einfach schützen. Danke euch beiden. Durch euch ist ein weiteres Leben gesichert. Hier. Dave hat es vorhin gefunden. Der Nigelava könnte es sicher gut gebrauchen. Oh, ein Kabel Plus. 25, cool. Lava, Lava, Lava. Igelava. Krass. Okay, sehr, sehr nice. Ja, wie sieht's aus? Du wieder, ne? Muss man mit dir reden. Hey, Kumpel. Uns gehen langsam die Möglichkeiten aus, um diese Stadt zu verlassen. Aber es gibt ja noch eine Sache, die wir nicht probiert haben. Kennst du den Hochgeschwindigkeitszug von Lucrezia City? Nein? Ist ja auch egal. Das Scheißding läuft nämlich nicht mehr. Aber unser geschickter Handwerker Harold könnte den Zug wieder zum Laufen bringen, dank der Werkzeuge, die du ihm gebracht hast. Ach, der ist weg. Achso, ich wusste, dass sie noch zu was nützlich sein werden. Wie auch immer. Wenn wir tatsächlich den Zug wieder in Betrieb nehmen, könnten wir diesen zerfallenen Ort verlassen. Warum wir nicht schon früher darauf gekommen sind, den Zug zu benutzen? Tja, der Untergrund ist voll mit Infizierten. Da durchzukommen wird schwierig. Aber uns bleibt wohl keine andere Wahl. Der Hochgeschwindigkeitszug. Also, es könnte sogar klappen. Ein sicheres Transportmittel, das uns kilometerweit von hier wegbringt. Ich bin auf jeden Fall für diese Idee. Freut mich, dass dir der Plan gefällt. Harold hat den Bahnhof schon aufgeschlossen. Der Bahnhof liegt gleich neben dem Radioturm. Geh dorthin. Er wartet dort schon auf dich. Er wird dir vor Ort erklären, was zu tun ist. Alles klar. Hörst du noch etwas? Wie geht's dir, Ethan? Pass auf dich auf, Mann. Hörst du? Bist du cool? Na gut, das machen wir jetzt. Ja, komm, jetzt haben wir einen Lauf. Jetzt gehen wir nochmal hinter. Oh Gott, habe ich mich gerade vor der Musik erschrocken.
Ja. Oh, hier läuft keiner rum. Perfekt. Perfektes Timing, Ethan. Wenn wir versuchen wollen, die U-Bahn wieder in Gang zu setzen, müssen wir die Stromversorgung der Gleise wiederherstellen. Ich könnte den Stromkasten reparieren, aber um da heranzukommen, müsstest du zuerst die Matschbirnen für uns aus dem Weg räumen. Und wenn wir dann die U-Bahn wieder in Gang gesetzt haben, können wir bis nach Kanto durchfahren. Lauf einfach durch den Bahnsteig und dann nach hinten rechts. Dort ist der Bahnuntergrund. Der Sicherungskasten müsste dann am Ende des Gangs sein. Im Untergrund sind viele dieser Monster. Auch Gift-Pokémon sind dort tief unten. Sie werden versuchen, euch mit Giftschleim anzugreifen. Dieses Gift führt dazu, zwar zu keiner Infektion, trotzdem führt es zu einer Vergiftung von Igelava. Hier, nimm das. Ich hoffe, du wirst es nicht bereuen. Du brauchst nicht brauchen Gegengift. Ich warte hier, bis du das Ende erreicht hast und komme danach. Oh Mann, okay, wir müssen jetzt da runter. Lea, natürlich müssen wir da runter, ist ja logisch. Oh, hallo. Ja, sorry. Komm, Erika. Oh, lol, tot. Ach, das war so eine, die er geschwächt hat. So, ein Rocket Member. Rocket Member, habe ich gesagt. Um Rocket Member. So, tot. Alles klar. Nichts. Nichts für uns. Nichts für uns. Kann ich eigentlich jetzt speichern, wo alle tot sind? Nein. Dann gehe ich aber nochmal zurück und speichere. Ich denke mal, gleich wird es dunkel. Ja, bisher war es nämlich nicht dunkel. Ich glaube, jetzt... nein, jetzt wird es gleich dunkel. Gift-Pokémon, aha. Kennen wir ja schon. Gift wirkt nicht zu 100%. Aber wenn es trifft, haben wir ein Problem. So, jetzt wird's duster. Es wird nicht duster? Warum wird es nicht duster? Ich hätte erwartet, dass es dunkel wird. Ja, das war schlecht. Tot. Na komm. Hi, Bill. Ja, klar. Kollisionsabfrage gleich 0. Tot. Gut. Schön, dass Harold sich so viel Zeit lässt. Ein Gift-Pokémon. Ah, blaue Haare. Gift. Weg. Schön. Noch eine Etage tiefer? Okay. Das ist ein Slimer. Das ist der Giftschleimangriff. Ah doch, okay, er schießt auch. Hä? Guck mal hier, Sister. Slimer, jetzt sei ruhig da oben. Slimer macht immer noch Quatsch da oben, aber gut. Ach, hier unten läuft noch eins rum, ich wollte schon sagen. Ja, Kollisionsabfrage 0. Komm her. Ach, Alter. Kollisionsabfrage. Du bist aber nicht vergiftet, Gott sei Dank. Was ist da drin? Ja, eine Beere. Guck mal, ich bin ja nicht doof, ne? Das sah schon sehr verdächtig aus. Jedes Heil-Item ist gut. Ach, guck mal, da kommt noch einer. Fahrkarten, bitte. Bitte ihre Fahrkarten. Geben Sie ihre Fahrkarten raus. Ja, komm, hier noch einer hoch. Ach komm, Mensch. So, jetzt hin und her hier.
hier ist doch noch einer. Warum ist hier denn Holz? Komisch. Keiner mehr da. Okay, der steht ja ziemlich simpel. Ah, ein Slimer, ich höre es schon wieder. Ich höre schon wieder Prusten. Was ist das? Da steht was. Check. Was hier? Schön. Was? Jack? Blue? Bell? Was? Kann ich nicht lesen. Irgendjemand war hier. Warst du hier, Bill? Nein, du nicht. Ach, Bill, du komm, hab dich nicht so. Das ist gut. So. Check nochmal alles aus. Okay. Hier ist nichts. Gibt's hier, ob es hier wohl sowas wie einen Boss gibt? Keine Ahnung. Ja, hier wird's einen geben. Warum steht hier eine Arena? Psst, Ethan. Hä? Harold? Oh, du bist's. Mir ist für eine Sekunde das Herz in die Hose gerutscht. Entschuldige. Der Schaltkreis müsste am Ende des Ganges sein. Gut, Brenda und ich gehen sicherheitshalber vor. Bleib einfach nah an uns dran. Okay, alles klar. Dann geht mal vor. Krasser Schrei. Oh, Scheiße. Wie konntest du mich nur finden? Brando, schnell. Attacke. Oh, jetzt verstehe ich. Oh, Ryu, dann kannst du mich nicht antun. Ich will dir ein Leben lassen. Harold, was? Du wirst gebissen. Er hat mich im Oberarm erwischt. Scheiße. Verdammt, der Scheiße. Hör zu. Es muss ja nicht zwangsläufig so sein, dass ich mich infiziert habe, oder? Es ist alles okay. Ja. Schmerzt entsetzlich. Ich bin ganz sicher nicht so weit gekommen, jetzt zu verrecken. Hier ist nichts passiert. Klar? Alles ist gut, ja? Alles ist gut. Wir machen weiter wie bisher. Am Ende des Ganges sollte der Stromkasten sein. Ich habe vergessen, immer wie ich spreche. Auf. Okay. Das wird die Entscheidung sein, ob ich den nachher mitnehme oder nicht. Dann haben wir das Scheißding. Mal sehen, wo schon mal was nicht in Ordnung ist. Zack. Stimmt was nicht? Jemand war hier schon dran. Der Zug läuft nicht, weil eine Sicherung oder sowas fehlt. Nein, der Zug läuft nicht, weil hier jemand die ganze fucking Elektronik mutwillig zerstört hat. Das kann ich nicht reparieren. Deshalb sind die benötigten Teile. Es wäre ja auch zu schön gewesen. Und was jetzt? Ich habe keine verfickte Ahnung. Ich bin gerade so auf 180. Es klappt nichts, aber auch gar nichts. Und mein Arm brennt so fürchterlich. Wir sind fertig. Es gibt nichts zu tun. Lass uns versteckt zurück.